Ja, herzlich willkommen zu Ruhrpott Football. Heute ein neues Format, heute mit einem Live-Gast. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal ein großes Dankeschön an den BV Hiltrop, der uns jetzt seit neuestem die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Die haben den Jugendraum und die Kneipe komplett neu gebaut und ja, danke dafür auf jeden Fall. Heute bei uns ist der Vereinbeauftragte vom VfL Bochum, Dirk Michalowski, oder auch bekannt als Moppel, wahrscheinlich sogar er. Wir fangen auch direkt mit der ersten Frage an. Wie kam es denn zu deinem Spitznamen Moppel überhaupt? Oh, den habe ich schon seit der Schule. Also irgendwie hatte ich immer das Bedürfnis, mich öfter beim Essen anzustellen als viele andere. Von daher hatte ich dann auch immer so ein bisschen mehr Kilos auf den Rippen und ja, ich glaube dann irgendwie im 5., 6. Schuljahr, da war es noch deutlich weniger als jetzt, muss ich auch dazu sagen, aber irgendwie kam ich dann halt auf den Namen, war halt immer meiner etwas anderen Figur gewidmet. Okay, ich denke, das war genug dazu. Viele wissen gar nicht, was denn die Aufgaben eines Fanbeauftragten sind. Vielleicht kannst du uns dafür einen kurzen Einblick geben. Ja, wie der Name schon sagt, bin ich natürlich für die Fanangelegenheiten beim VfL Bochum zuständig, also als Fanbeauftragter. Und da sind natürlich mehrere Bereiche, die man dort abarbeitet. Also zuallererst ist man natürlich erstmal für die Fanclubs da, man ist für die Fans da, da gibt es unterschiedliche Fragen, da gibt es halt auch mal vielleicht auch mal Beschwerden, wenn etwas mal nicht so läuft. Wir haben über 200 Fanclubs, die betreut werden wollen. Und, wir müssen Veranstaltungen für unsere Fans machen. Aber wir sind halt auch im Bereich Sicherheit involviert. Das heißt, wir sind stark oder wir unterstützen stark die Arbeit am Spieltag, holen Informationen ein vom Fanbeauftragten oder von dem Verein, der gerade bei uns spielt, von dem gegnerischen Verein. Wir müssen einfach schauen, wie viele Fans kommen da mit, wie reisen die an, haben die im Prinzip schon im Vorfeld Tickets gekauft, sodass wir uns am Spieltag darauf vorbereiten können. Aber natürlich auch in allererster Linie alles das, was rund um Fanangelegenheiten ist, also sprich Fanclubbetreuung, Fanbetreuung und hin und wieder halt auch mal ein Interview geben. Ja, jetzt während der Corona-Zeit war ja nicht viel mit Fans. Was hast denn du da gemacht? Ja, also wir haben auch viel Austausch gehabt, allerdings jetzt nicht den persönlichen. Also es war für uns schnell klar, dass wir halt irgendwie weiterarbeiten mussten, aber es hat sich dann wie bei vielen anderen wahrscheinlich auf neue Medien konzentriert. Wir haben sehr viel geskypt, wir haben ganz viele Fans angerufen, die wir kennen, haben mal gefragt, wie geht's euch? Manche hatten auch, glaube einfach mal das Bedürfnis, nur zu reden. Und der Betrieb auf der Geschäftsstelle, der ging ja irgendwie halt weiter, nur halt anders, ne? Also die täglichen Sitzungen wurden alle per Videokonferenz abgehalten und dann war halt immer der Fokus darauf gerichtet, wann könnte eventuell wieder ein Spielbetrieb beginnen, also sprich Geisterspiele, könnten die eventuell doch mit Zuschauer sein. Das hat sich dann am Ende oder recht schnell eigentlich relativiert. Es war einfach klar, wenn es Spiele gibt, dann nur Geisterspiele. Aber da gab es halt auch schon einiges zu organisieren und das hat man dann tagtäglich gemacht. Also wesentlich mehr Videokonferenzen und Telefongespräche. Ja, das ist ja ein echt großer Aufgabenbereich, sogar mehrere Bereiche. Da fragt man sich natürlich, wie sieht der normale Alltag aus, wenn du montags, dienstags, morgens ins Büro kommst? Was machst du zuerst und wie geht dein Tag weiter? Ja, also was ich zuerst mache, ist, ich koche mir eine große Tasse Kaffee und dann fahren wir so langsam den Rechner hoch, dann wird vielleicht halt auch noch ein bisschen mit den Kollegen mal gequatscht. Es sind ja auch viele Fußballfans, aber nee, also Spaß beiseite. Natürlich, ein Kaffee gehört auf jeden Fall dazu, aber in der Regel ist man sowieso immer ein paar Minuten früher im Büro. Ja, und dann je nachdem, was ist, dann entweder schaust du dir die E-Mails an, die noch reingekommen sind vom Abend, vielleicht halt auch manche sogar schreiben sogar nachts, oder du hast schon die ersten Termine, ne? Das kann ja auch zu internen Terminen eingeladen werden, manchmal ist das schon so, geht um 9:30 schon los,
Also Arbeit ist eigentlich immer da und das richtet sich halt immer nach dem täglichen Bedarf, ne? Also in der Regel fängst du an, guckst mal deine E-Mails nach, aber es kann halt schon sein, dass du recht schnell einen Termin hast und dann ja, geht es dann halt auch sofort los. Ja, und jetzt mal angenommen, der Bochum spielt sonntags heim, sonntags mittags. Wie sieht da dein Alltag aus? Ja, das ist im Prinzip, also jetzt außerhalb der Corona-Zeit, außerhalb. Ja, gut, dann beginnen wir irgendwann, sonntags ist 13:30 Anstoß, dann beginnen wir irgendwann 10 Uhr morgens. Ja, da ist dann Samstagabend dann auch nicht mehr viel mit weggehen. Ne? Man hat ja den Tag danach halt schon auch eine gewisse Aufgabe und ja, dann 10.30 Uhr geht's los, stehe ich meistens so um 7, 8 Uhr auf, frühstücken. Und dann geht es langsam halt zur Arbeit. Ne? Dann ist 10 Uhr, dann gibt es die ersten, also meistens ist so eine Stunde später die erste Spieltagsbesprechung. Ja, dann kommen auch schon die Aushilfen und Mitarbeiter, dann wird die Arbeit verteilt und ja, 13:30 ist Anstoß, so ab 12 Uhr, 11.30 Uhr, 12 Uhr gehen wir dann runter in unseren Ostkurventreff, unsere Fananlaufstelle. Und ja, starten unser Programm, stehen dann zur Verfügung für Fragen und ja, für ein paar Gespräche noch und warten dann, dass es endlich losgeht. Und wenn dann das Spiel läuft, sitzt oder stehst du dann direkt mit im Stadion oder hast du dafür keine Zeit? Ja, kommt immer drauf an. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich brauche dann erst immer ein paar Minuten für mich, weil gerade so die ersten zwei Stunden, also die zwei Stunden vorm Anpfiff, da prasselt sehr, sehr viel auf mich ein. Ne? Also es grüßen sehr viele Leute, was ja auch, was ich auch gut finde, oder sprechen einen an und das geht ja von, da gibt es ja kein Schema. Ne? Der eine will das wissen und der andere will was anderes wissen. Und da muss man sich halt unwahrscheinlich auch konzentrieren immer. Und meistens ist es dann so, wenn die Fans alle im Stadion sind und das Spiel beginnt, dann brauche ich erstmal ein paar Minuten für mich, ne? Dass ich erstmal sage, so jetzt mal runterkommen, mal was trinken, vielleicht eine Kleinigkeit essen. Und dann gehe ich meistens hoch auf die Regiebühne, da ist dann halt auch die Polizei, der Sicherheitsdienst, frage, ob soweit alles okay war bisher oder ob es irgendwas gab, was vielleicht besprochen werden muss. Ja, und dann guckt man manchmal auf die Uhr und dann ist die manchmal die ersten 20 Minuten, ersten 30 Minuten schon um und hat eigentlich noch gar nicht vom Spiel sehr viel gesehen. Und zweite Halbzeit ist dann meistens schon entspannter und dann gucke ich halt immer, wo ich dann halt hin möchte. Ne? Also ich habe ja das Glück, mir das im Stadion aussuchen zu dürfen und manchmal bin ich halt in der Ostkurve, wenn ich einen besonders netten Kollegen habe, so von den Fanbeauftragten, wir arbeiten ja teilweise auch schon viele Jahre zusammen, dann gehe ich halt auch mal rüber zu den Gästen und unterhalte mich mal ein bisschen mit ihm. Aber zweite Halbzeit ist dann schon der Fokus ganz klar auch ein bisschen aufs Spiel, weil man ja auch ein bisschen was sehen will und man ist auch noch ein Fußballfan. Aber auf deine Frage kurz zurückzukommen, so direkt direkt nach Anpfiff, dann brauche ich erstmal so 10 Minuten für mich, um runterzukommen. Ja, um jetzt aber mal wieder ein bisschen mehr auf die Corona-Zeit zurückzukommen. Die Stadien sind leer. Ist das nicht als Fanbeauftragter doppelt bitter irgendwo? Ja, natürlich. Ne? Also Fußball ohne Fans ist, habe ich vor kurzem noch gesagt, ist wie so eine Currywurst ohne Soße. Ne? Also das kann man mal eine Zeit lang machen, aber ist natürlich auf Dauer überhaupt gar keine Option. Und natürlich ist das schwierig, ne? Und besonders schwierig ist, dass wir auch zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir heute hier sprechen, überhaupt nicht wissen, wie es da überhaupt mal weitergeht. Ne? Also es gibt zwar Szenarien, dass man da unter Teilausschluss, unter Teilzuschauer spielt, also je nachdem, wie groß das Stadion ist, aber das ist halt alles auch noch nicht in Stein gemeißelt und wir müssen jetzt einfach die Entwicklung des Virus abwarten und dann haben wir irgendwann September. Und je nachdem werden die Möglichkeiten erweitert oder wieder zurückgeschraubt. Also es wird halt, das Virus hat halt eine dynamische Entwicklung und dementsprechend müssen wir halt auch darauf vorbereitet sein, dass man eventuell auch vielleicht wieder früher vor etwas mehr Zuschauer spielen kann. Aber daran möchten wir heute gar nicht denken. Es kann auch sein, dass im Herbst auch wieder alles zurückgefahren wird und wir wieder dann dort stehen, wo wir im April und Mai gestanden haben. Da
muss man jetzt einfach ein bisschen Glück haben, das Virus im Auge behalten und hoffen, dass das Größte und Schlimmste jetzt langsam an uns vorübergeht. Ja, gerade als Fanbeauftragter ist natürlich bitter, wenn die Fans fehlen, ne? Dann ist natürlich, fehlt ein großer Teil. Ja, aber man weiß ja, wo die sich aufhalten, ne? Also jetzt so bei den Heimspielen weiß ich ja, sind die im Bermuda-Dreieck oder in gewisse Gaststätten und dann gehe ich halt dahin, ne? Also gestern war zwar das Spiel gegen Hannover, aber da habe ich halt auch mit Freunden in der Gaststätte geguckt oder davor die Woche halt auch. Also man trifft ja seine Fans und man redet halt immer, aber es ist halt nicht die Masse da, die man sonst am Spieltag hat. Ja, viele fragen sich bestimmt auch, wie man überhaupt Fanbeauftragter wird. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben. Hast du dich einfach beworben als Fanbeauftragter oder wie kam es dazu? Nee, damals hat man das in der Form noch nicht gemacht. Also ich muss ja dazu ehrlich sagen, ich bin ja einer der Ersten damals in der Bundesliga gewesen. Und die Stelle eines Fanbeauftragten, die wurde damals erst geschaffen. Und dann hat man erstmal überlegt, wer könnte das überhaupt sein. Das waren aber auch völlig andere Voraussetzungen als die heute sind, ne? Also damals musstest du einfach aus der Fanszene kommen, du musstest den Verein ein bisschen kennen, musstest Spaß daran haben, auswärts zu fahren, halt auch ein bisschen Fanbetreuung zu machen. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich relativ früh schon eingebracht, habe mit unserem Fanprojekt Turniere organisiert, Fußballfahrten gemacht. Ich kann mich erinnern, wir waren mal zusammen in Sheffield, haben eine Woche England besucht. Ja, und irgendwann war halt dann die Frage 1997, wir brauchen einen Fanbeauftragten. Wen könnt ihr euch vorstellen? Und da haben dann schon einige gesagt, oh, den Moppel können wir uns da gut vorstellen. Und dann war ich von 97 bis 2003 nebenberuflich Fanbeauftragter und ab 2003 bin ich dann hauptberuflich Fanbeauftragter. Und ja, das war dann meine Bewerbungsphase, ne? Also ich habe keine Bewerbung geschrieben, sondern hat irgendwann gesagt, der könnte es machen. Und scheint nicht so ganz schlecht gelaufen zu sein, weil jetzt haben wir 2020 und bin immer noch da. Ja, bist immer noch da und wir hoffen natürlich noch eine längere Zeit. Hast aber bestimmt mit dem VfL schon einiges durchgemacht. Vielleicht kannst du uns mal kurz erläutern, was denn dein schönster und dein bitterster Moment beim VfL war? Ja, ist halt mal eine coole Frage, weil viele glauben immer, ja gut, jetzt muss UEFA-Pokal kommen. Also UEFA-Cup-Zeiten, die waren mit Sicherheit auch sehr schön, gar kein Thema. Aber ich habe so zwei Spiele, an die ich halt immer noch gerne zurückdenke. Das ist einmal der Aufstieg in Aachen, den wir halt recht knapp, als wir knapp aufgestiegen sind. Also es war ja so eine ähnliche Konstellation wie gestern so ein bisschen. Also wir mussten auf die Schützenhilfe von Union Berlin, waren wir angewiesen. Die haben zu Hause gegen Mainz gespielt. Damals war in Mainz noch Jürgen Klopp, der Trainer. Und wir haben in Aachen gespielt, sind, glaube ich, mit 12.000, 13.000 Bochumer nach Aachen gefahren und haben dann dort dann das Spiel gewonnen. Ich glaube, 3-1 haben wir gewonnen. Und sind dann aufgestiegen. Aber das stand bis sechs Minuten vor Spielende noch gar nicht fest, ne? Also wir haben zwar unsere Hausaufgaben getan, aber Union Berlin musste gegen Mainz punkten. Und das ist dann dementsprechend dann auch in den letzten Minuten dann halt auch passiert. Und das fand ich schon, war ein schon sehr, sehr schöner Augenblick gewesen, weil es einfach in dem Moment, bis man ist man da hingefahren und wusste eigentlich gar nicht, wie fährst du wieder zurück. Dann definitiv halt auch 2007 das 2:1 hier gegen Schalke hier in Bochum am Maiabend, also an dem Freitag vor dem Maiabendfest, als wir als Abstiegskandidat, Schalke kam damals halt auch mit 10, 11, 12.000 nach Bochum, hatten dann alle ein weißes T-Shirt, Nordkurve in deiner Stadt und dann haben wir sie schön nach Hause geschickt, ne? Also es war dann halt auch ein sehr schönes Erlebnis, zumindest aus Fansicht muss man das ja ehrlich sagen. Und ja, bitterste Erlebnis war für mich auch zwei. Klar war natürlich einmal das Aus im UEFA-Pokal gegen Standard Lüttich. Das war natürlich sehr, sehr bitter und ja, auch 2010 der Abstieg zu Hause gegen Hannover, von dem wir uns leider bisher immer noch nicht erholt haben. In deiner ganzen VfL-Laufbahn hast du aber sicherlich schon einige Spieler kennengelernt. Gibt es denn einen Lieblingsspieler, der je das VfL-Trikot getragen hat?
Ach nee, Lieblingsspieler gibt's eigentlich nicht. Also wir haben viele nette Spieler gehabt, mit denen man gut klarkam. Oder ich persönlich, mit manchen auch weniger, aber ich habe immer noch ein ganz gutes Verhältnis, so einen guten Kontakt zu Philipp Bönig, zwischendurch mal halt auch zu Andreas Lute, mit dem schreibe ich manchmal noch. Rufen Schröder, seltener geworden, aber von Mainz 05, mit dem texte ich hin und wieder mal. Dann, ja, bei Marcel Maltritz, so habe ich schon gesagt, ne? Marcel Maltritz ist definitiv halt auch einer. Ja, also man hat immer wieder Kontakte noch irgendwo zu Spielern, die man mal trifft. Leider nicht mehr so ganz häufig wie früher. Das ist nicht mehr der Fall. Aber wenn die dann zum Beispiel mal halt auch in die Revierpower Lounge kommen oder Stadtwerke Lounge bei uns oben in dem VIP-Raum, dann trifft man halt schon mal den einen oder anderen, dann wechselt man auch zwei, drei Sätze mal, zwei, drei Wörter. Aber so den richtigen Kontakt ist schon Philipp Bönig und ein bisschen Andreas Lute. Das sind so die beiden, wo ich sage, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Okay, dann haben wir auf Facebook und auf Instagram Umfragen gestartet, ob denn die Leute auch noch was über dich oder von dir wissen wollen. Ja, haben wir tatsächlich gemacht. Es beziehen sich nicht alle Fragen auf dich, aber ich denke, du kannst trotzdem einige beantworten. Und zwar kam die Frage auf, also die Thematik lief wohl schon öfter, warum denn es größere Größen im Fanshop an Trikots und so nicht gibt. Kannst du uns dazu vielleicht was sagen? Oh, nur so bedingt. Also, was ich auf jeden Fall schon mal gehört habe, und ich bin ja selbst betroffen, ne? Also ich bräuchte eigentlich auch immer eine Nummer größer. Also, man muss ehrlich sagen, das so ist zumindest die Antwort, die ich bekommen habe, dass auch wenn der Bedarf schon da ist, aber der Bedarf längst nicht so groß ist, wie das manchmal scheint, ne? Also, wir haben es jetzt halt auch wieder bei diesen T-Shirts, Bochumer Gemeinschaft, da muss man schon sagen, die großen Größen, also die XXXX, die hängen alle, die liegen alle noch in den Regalen. Aber ja, und bei den Trikots ist halt eine Nike-Kollektion. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, ob die überhaupt 3x herstellen. Da müsste ich mal nachfragen. Aber trotz allem, bei allem, was man so manchmal so hört, der Bedarf so nach richtig großen Größen, der ist gar nicht da. Und das ist auch für mich leidtragend. Also ich hatte gestern auch dieses Bochumer Gemeinschaftstrikot an, das schwarze, in 2x, und war dann auch froh, als ich es gestern Abend ausziehen durfte. Ja, okay, ehrliche Antwort. Die nächste Frage ist dann anscheinend von einem Fan aus dem Ausland. Der Fanshop kann wohl nicht ins Ausland liefern. Weißt du was darüber? Kann ich nichts zu sagen. Aber ich nehme die Frage gerne mal mit und ich kann euch da gerne eine Antwort geben. Aber warum wir nicht ins Ausland liefern können, kann ich jetzt leider nicht beantworten. Ja gut, wir geben das ja auch nur so weiter, ne? Dann hätte gerne ein Fan gewusst, wie denn deine Meinung zu der Maskenpflicht und der dazu, ja, Unzufriedenheit, die bei vielen herrscht, wie denn deine Meinung dazu ist? Dass wir generell Masken jetzt in Deutschland generell tragen müssen. Okay. Ja, also da gibt es ja momentan die wildesten Spekulationen. Und ich persönlich bin auch überhaupt gar keiner, der überhaupt einschätzen kann, was dieses Virus momentan mit uns macht und was da noch kommen wird. Also ich glaube, dass halt auch die Virologen das manchmal noch gar nicht genau wissen, dass da jetzt auch mal erst was Unbekanntes ist, was sich so langsam so nach und nach herauskristallisiert. Ich finde die Maskenpflicht jetzt präventiv erstmal gar nicht so schlecht, solange es also kein Medikament oder keinen Impfstoff gibt, denke ich, werden wir damit leben müssen. Man muss sich daran gewöhnen. Also mir geht es manchmal selber so, dass ich halt noch irgendwie eine Tankstelle reinlatsche und denke, habe ich die Maske wieder nicht dabei, dann muss halt wieder zurück. Aber ich glaube, dass es jetzt erstmal sinnvoll ist, solange es kein Impf- oder Wirk- oder kein Impfstoff gibt oder kein Medikament. Aber manchmal frage ich mich dann halt auch, ne? Also wenn ich irgendwo, ich war jetzt vor gar nicht langer Zeit in Bayern in einem Biergarten, und wenn ich dann alleine durch den Biergarten gehe und muss eine Maske tragen, obwohl da wirklich überhaupt niemand sitzt, und wenn ich dann an dem Tisch angekommen bin, dann darf ich die Maske wieder abnehmen. Also da frage ich mich manchmal auch, welcher Sinn überhaupt dahinter steckt. Also das
passieren mir immer noch täglich so im Alltag so ein paar Sachen, wo ich denke, also was bringt das jetzt in dem Moment, dass ich eine Maske trage? Also ich glaube halt auch, dass man da noch ein bisschen steuern kann, aber so in der Straßenbahn, im Bus und manchmal so beim Einkaufen finde ich es jetzt erstmal gar nicht so verkehrt. Ja, die nächste Frage kam von einem Zuschauer aus Franken, der wohl VfL-Fan ist, und der hat ein bisschen bemängelt, dass Aktionen, die über VfL Bochum oder auch über die Sponsoren laufen, immer nur im Umfeld oder sogar nur in Bochum stattfinden. Und ja, er wollte mal fragen, ob da irgendwie eine Möglichkeit besteht, dass er irgendwie mit eingebunden werden kann als Fan in Franken. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da verstehe ich jetzt auch gar nicht so richtig die Frage. Also der lebt in Franken, gut, das ist ja klar. Aber welche Aktion meint er damit? Also es gibt ja die Online-Aktion, da kann ja jeder eigentlich teilnehmen. Also das ist ja jetzt hier nicht lokal begrenzt. Und wenn es hier natürlich ein Fiege-Fanabend damit gemeint ist, klar, der findet in Bochum statt. Ne? Also den werden wir in Franken nicht durchführen können. Aber da müsste er, also generell würde ich ihm bitten, mir da mal eine E-Mail zu schreiben, wenn er da nähere Infos haben will, weil da kann ich jetzt momentan so ad hoc gar nicht drauf antworten. Also online-mäßig geht das, aber klar, es gibt natürlich hier regional begrenzt die eine oder andere Veranstaltung, wo wir natürlich dann halt Fans aus dem weiteren Umkreis dann halt auch bedauerlicherweise ausschließen. Ja, man muss ja auch vielleicht einbeziehen, wie groß da überhaupt die Nachfrage ist, ne? Genau. Ja, wenn er der einzige Fan von da ist, dann lohnt sich das ja nicht wirklich. Naja, kommen wir zur nächsten Frage. Ein Fan hat nachgefragt, durch die Umgestaltung bei PR und der Außendarstellung von Bochum in letzter Zeit, ob denn auch wieder so Familienfeste, wie zum Beispiel früher gab es das VfL for Fun oder weitere, ob sowas denn auch wieder geplant ist. Ja klar, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder abwarten, wann wir überhaupt dürfen. Ne? Also wir haben jetzt auch schon vor kurzem überlegt, wie könnte eine Saisoneröffnung aussehen. Aber da macht uns halt das Virus halt auch momentan einen Strich durch die Rechnung. Es wird halt ein anderes Format sein, so eine Art Online-Format oder wie auch immer. Da überlegen wir jetzt gerade halt noch. Aber klar, das ist natürlich gerade das VfL for Fun oder ab an der Castropa, wie es ja die letzte Zeit hieß. So, unsere Saisoneröffnung, die hat uns ja auch immer sehr viel Spaß gemacht. Ne? Das war ja immer ein tolles Wochenende, halt auch für uns Mitarbeiter. Und es fehlt uns natürlich in diesem Jahr auch. Und wir hoffen natürlich halt auch, dass wir spätestens im neuen Jahr wieder anfangen können. Also wir planen jetzt schon so zwei, drei Sachen, ob so ein Fiege-Fan-Abend, der vielleicht unter bestimmten Voraussetzungen halt wieder durchführbar ist. Müssen wir mal schauen, was halt auch jetzt draußen halt noch möglich ist in den nächsten Wochen. Gibt ja halt noch ein paar Veranstaltungen in Bochum, die halt Open Air sind, so zumindest so mit geringer Zuschauerzahl oder geringer Teilnehmerzahl. Da überlegen wir jetzt gerade schon, aber so die richtige Saisoneröffnung, klar, die wird erst hoffentlich erst im, also wahrscheinlich erst im nächsten Jahr stattfinden. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, dann hast du es auch schon geschafft. Dein Komplize Marian Müller, der hat jetzt eine neue berufliche Aufgabe. Und die Frage war, ob es denn schon Nachfolger für seine Stelle gibt. Nee, gibt es noch nicht. Erstmal muss ich sagen, dass ich sehr bedauere, dass Marian uns verlassen hat, aber es war dann am Ende so, dass er halt aus diversen Gründen dann dementsprechend halt auch den Verein verlassen wollte. Sprich, jetzt also sagen, private Gründe gewesen und kam natürlich dann halt auch nochmal die Möglichkeit, bei einem anderen Unternehmen anzufangen. Nee, aber die Stelle ist noch nicht besetzt. Wir müssen jetzt auch erstmal abwarten, wie das auch geht. Auch hier wieder Corona macht halt alles ein bisschen anders, weil wir müssen jetzt erstmal gucken, bis wann wir überhaupt die Stelle besetzen müssen. Und ich bin da ganz ehrlich, wenn wir jetzt weiterhin ohne Zuschauer spielen, dann ist ein zweiter Fanbeauftragter eigentlich erstmal nicht das Notwendigste, was der Verein braucht. Ne? Also da müssen wir jetzt mal schauen, was da jetzt in den nächsten Wochen passiert. Dementsprechend werden wir dann halt auch auf die Suche gehen. Ich meine, wir werden ja einen haben müssen und wir hoffen ja auch, dass wir irgendwann jetzt auch in der nächsten Zeit wieder mit Zuschauern spielen.
Aber jetzt in den nächsten Wochen, denke ich, wird da jetzt erstmal nichts passieren. Gut, Moppel, dann sagen wir danke für das Interview und wünschen dir natürlich noch weiterhin viel Erfolg beim VfL Bochum und natürlich dem ganzen VfL Bochum. Und ja, hoffen, dass du eine schöne Zeit da noch weiterhin hast. Ja, euch auch. Ja, ciao.